So, Teil 2 des Superlooper-Tutorials. Wir haben gerade eben ein Audiogerät angeschlossen und Jacks Server gestartet. Und da machen wir jetzt weiter. Nämlich, wir gucken uns mal an, Jack läuft, das sieht man hier an der CPU-Load, die relativ niedrig ist. Jetzt klicken wir mal auf Routing und sehen, aha, verschiedene Eingänge und verschiedene Ausgänge. Wenn man die mal aufmacht, sieht man zweimal Capture. Und zweimal Playback. Das sind die Stereo-Eingänge meines USB-Interfaces und die Stereo-Ausgänge meines USB-Interfaces, weil ich habe ja Jack vorher gesagt, er soll mein Behringer-Gerät nehmen. Ich starte jetzt mal zusätzlich zu dem Connection Manager Superlooper und wir werden dann gleich sehen, wie sich hier was tut. Nämlich, zack, neues Gerät hinzugefügt. Superlooper erkennt halt, dass Jack läuft und Jack fügt dann die Ein- und Ausgänge von Superlooper hinzu. Und zwar für jeden Loop, den wir haben, eigene Ein- und Ausgänge und gemeinsame Ausgänge und gemeinsame Eingänge. Was wir jetzt machen müssen, ist, die Systemeingänge mit den Superlooper-Eingängen zu verbinden und die Superlooper-Ausgänge mit den Systemausgängen zu verbinden. Also gucke ich erstmal hier System Capture, also die beiden Eingänge meines USB-Interfaces, klicke ich einmal drauf und dann gucke ich Superlooper Coming In und klicke einmal doppelt und das erscheint dann rot und ist damit verbunden. Ja, sieht man auch hier ausgewählt. Das ist miteinander verbunden. Das gleiche mache ich mit Capture 2. Ist ja alles Stereo. Und dann die beiden Ausgänge, die Coming-Ausgänge von Superlooper mit Playback. Das ist verbunden. Das ist auch verbunden. Jetzt habe ich ein ganz einfaches Setup, wo die beiden Eingänge auf Coming In von Superlooper geleitet werden und die beiden Coming-Ausgänge von Superlooper auf die beiden Ausgänge meines Audio-Interfaces. Wir können das jetzt direkt mal ausprobieren, indem ich in Superlooper mal, ich drehe mal eben den Monitor hoch. Jetzt spiele ich einfach mal ein Gerät, das an meinen USB-Eingängen angeschlossen ist, eine Gitarre. Und dann sieht man, es kommt ein Eingang. Und ich könnte jetzt schon aufnehmen. Weiter geht's im dritten Teil meines Tutorials.